Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 und dem Beagle. Hola! Hi! Oh, perfekt. Mich auch. Handgranate finde ich noch perfekter. Sehr cool. Im Bett haben die hier ihre Schrotflintenmunition. Ich weiß gar nicht, ob es einen Vorbestellerbonus gab. Oh, ein Seidenkristall. Leon, why? Auf den Dächern hätte ich auch gut fliehen können, aber da ist der Beagle ja natürlich nicht drauf gekommen. Na gut, dann ist das wohl so. Aber ich finde es cool, dass ich die erste Oma hier so richtig smooth weggeholt habe. Warum kann ich hier nicht hochklettern? Okay. Das ist doch doof. Da liegt die arme Kuh. Also es war nicht mein Wunsch, dass eine Kuh stirbt, Leute. Das war nicht mein Wunsch. Leon, warum? Ach, da musste jemand bei helfen. Okay. Ich habe schlimme Befürchtungen, wer mir dabei helfen muss. Und damit fühle ich mich gar nicht gut, Leute. Ach, nicht da. Alter. Ja. Ich möchte jetzt hier einmal auf jeden Fall sortieren, das geht gar nicht. Oh, das kann ich besser machen. Ja, die ist jetzt ein bisschen losgelöst da drin, ne? Na gut. So, aber die Karte wollte ich mir doch angucken. Was ist denn da? Verschlossene Schublade. Wand mit Durchbruch. Ich glaube, die blauen Sachen sind die, wo ich einfach noch nicht drin war, behaupte ich. Oder ist da noch was drin, was ich nicht gesehen habe? Das kann natürlich auch sein. Ich war ja so in Eile. Habe ich Schweinepfötchen übersehen? Schauen wir doch mal. Leon, jetzt sei doch nicht immer direkt außer Atem. Ich bin auch so bei so einem alten Ehepaar voll reingestrunzelt. Oh, das ist alles besetzt. Na gut. Ich bin erstaunt, dass ich doch so viel im Vergleich durchsucht habe, obwohl die Hölle los war. Leon, du willst mir doch nicht erklären, dass du wirklich Ausdauer hast. Wann hat Leon S. Kennedy bitte Ausdauer? Akrot. Akrot. Was ist das? Aha. Das war sehr unelegant, Leon. Sehr unelegant.
ihr kleinen armen Hühnchen. Ihr könnt gar nichts dafür. Eure Mitkuh ist auch schon gestorben. Eine Handgranate. Wer ist hier das? Ach, hier bin ich reingeplatzt bei Menschen, die sehr seltsam wohnen. Guido Maria Kretschmann wäre schockiert. Oh, diese Leute sind krank. Ja, die haben ihre Kuh abgefackelt, Leon. Also ja, die sind ziemlich krank. Lass die Chickens nochmal Eier fallen oder war das nur vor lauter Stress und Panik? Ich meine, ich verstehe es, ihr Chickies. Ich verstehe es, ja. Das Leben ist nicht leicht als Huhn in diesem Dorf. Gehe ich zumindest von aus. Da kann ich rüber, da kann ich rüber. Bringt mir das was? Das bringt mir nichts. Na gut. Der Beagle will halt alles hier untersucht haben, weil wer weiß, ne? Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Da ist nämlich was für mich. Pistolenmunition. So viel Munition an den Kettensägen-Dude verschwendet, nur damit er nicht stirbt. Ich frage mich halt, warum zeigt er mir hier noch alles an? Und da, wo ich drin war, mit der nicht Kettensäge, mit dem hier. Ach, da ist einfach keine Tür drin, oder wie? Doch, da ist eine Tür drin. Hier, das zeigt er mir nicht an. Na gut. Wo muss ich denn hin? Ach so, warte mal. Ich war nicht wieder noch mal. Ich wollte noch mal in das Haus. Was ist denn da? Eine Lampe. Was hat eigentlich jetzt die arme Kuh zum Brennen gebracht? Ich habe es nämlich überhaupt nicht in der Eile mitbekommen. Die arme Kuh. Ja, ist okay, kräh nicht so viel. Nee, da komme ich wirklich nur mit Dings dran. Na gut. Dann suchen wir jetzt mal einen Weg hier raus. Wird ja eben mein erster Spieldurchgang werden. Und ich mein letzter. Ich hoffe zumindest, dass ich hier hin muss. Tür mit Insignie. So. Bolotza Leze. Esta i. Esta i esta. Wo denn? Da ist sie. Wer ist sie? Nicht blöd. Will ich irgendwas wegpacken? Nö, erstmal nicht. Kann ich die von hier abknallen oder so? Irgendwie? Ich würde nie jemand unnötig abknallen, Leute, das wisst ihr doch. Denn noch? Ich meine, ich höre sie ja, so ist es nicht.
egal. Nein, Schweinis! Oh, wieder so eine arme Muku. Ich hoffe, dass du nicht erschossen wirst. Also wegen mir soll hier keine Kuh sterben. Na, ihr Mukus, es tut mir so leid. Ich habe einen eurer Brüder auf dem Gewissen. Der war auf einmal in Flammen. Ich weiß einfach immer noch nicht, was da passiert ist. Es muchos gracias, yo. Habe ich jetzt auch noch ein vergammeltes Ei oder wirklich nur gute Eier? Ich glaube, nur gute Eier. Nur die wirklich guten Eier habe ich, Leute. Das kann doch bestimmt brennen, oder? Wartet mal, ich warte mal, bis das hier auf dieser Seite ist. Na, leck. Hätte ich die auch sauber machen? Hätte ich die jetzt auch irgendwie anders runterholen können? Ist ja doof. Na gut. Warte mal, aber dann kann ich doch hier bestimmt... Nö, das geht nicht. Na gut, dann ist das halt so. Ach ja, hier ist Speichern. Das ärgert mich mit der Kette. Jetzt kann ich die irgendwie sauber machen? Hätte ich die irgendwie anders runterholen können? Na, jetzt mal ohne Scheiß. Hätte ich sie anders runterholen können? Ich hätte sie einfach nicht auf der Seite runterholen können, wo... Ach, egal. Nice, Weinsies. Okay. Ich will ja nicht, dass wieder eine Kuh wegen mir brennt. Das lässt mich einfach nicht los. Habe ich nicht. Na gut, das habe ich nicht. Aber hier waren doch noch mehr blaue Symbole. Nee, warte, was? Im Gottes Namen kann nicht endlich jemand diese blauen Medaillons beseitigen, die diese Fanatiker überall aufgehängt haben. Auftrag, alle blauen Medaillen zerstören. Gebiete, Bauernhof, Belohnung 3 Spinelle. Na gut, das lässt sich einrichten, wenn ich sie finde. Ich hatte doch welche gesehen. Aber wo hatte ich die gesehen? Der Beagle weiß es nicht mehr. Irgendwo hier vorne, meine ich, hatte ich direkt eingesehen. Aber ich kann auch falsch liegen. Ah. Nee, ich glaube, ich liege falsch. Dieses Geflüster der Oma geht mir ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen. Dann wollen wir mal gucken. Kann ich da eigentlich rein? Okay. Wieso nicht? Geht nicht auf. Ach, sie kommt raus, ne?
Warte mal, was? Und wo? Trulla, ich höre dich. Aber von wo habe ich dich gehört? Hat sie Penunzen mitgehabt? Oder will ich hin? Wie ist die da rausgekommen? Wie ist sie da rausgekommen? Ohne Witz. Nicht hier hochklettern? Nein, natürlich kann er nicht da hochklettern, auch nicht da reingehen. Leon, kannst du überhaupt irgendwas? Er kann einfach gar nichts, Leon. Komm schon, enttäusch mich nicht. Kann ich irgendwas hier machen? Nein, kann ich nicht. Ach. Von wo ist die gekommen, die dämliche Oma? Ich will da rein. Nein, ihr Schweinis braucht von mir keine Angst haben. Ich bin nicht so wie eure Besitzer. Kann ich jetzt vielleicht da rein? Verschlossen. Ja, toll. Ach, die sind eingezeichnet. Ach so. Das kann ja keiner ahnen, dass die eingezeichnet sind. Irgendwo hier hinten noch. Irgendwo hier, ne? Nö. Karten lesen so schwer. Irgendwo hier? Okay. Eglisch. Warte mal, was? Irgendwo hier. Irgendwo hier. Ah. Jetzt noch das letzte. Das ist da hinten. Wenn ich doch nur wüsste, wie ich da hinkomme. Was ist hier? Nö. Ungefähr so in diese Richtung. Ah. Okay. Oh, das ärgert mich ja wahnsinnig, dass ich da überall nicht drankomme, ne? Der mich ja immer. Na gut, von mir aus, dann ist das jetzt so. Oh. Hier komme ich aber rein. Alter, was? Kann ich das entschärfen? Sehr schön. Ah! Jan. Ein gelbes Kraut. Das schaue ich mir doch direkt mal an. Herstellen. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil, wie gesagt, das fördert ja meine Gesundheit. Übrigens könnte ich mal ein weißes Ei essen. Dann
habe ich auch wieder ein bisschen Platz. Und kann... Ta-ta! Ich könnte mir jetzt auch... Oh, dafür brauche ich 12 Schießpulver. Das ist aber fast ein bisschen dreist. Ach, das sind einfach so Kisten, okay. Ne, Moment, ich will erst hier gucken, ja. Ah, okay. Bringt mir das was? Ich probier's mal. Ah. Ah. Eine edle Weinkanne. Schätze kombinieren. Kann ich das jetzt schon, oder wie? Nee. Okay. Cool. Dann werden die Sachen halt wertvoller, Leute. Was ist das hier? Ich wusste, Leon ist kräftig genug dafür. Was? Was? Oh. Es buenas de donde. Esposita estande. Pablo, avisad a los demás. Nein, 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 was? Hat das irgendjemand überlebt von euch? Nein. Der Beagle hat sich daran erinnert, dass man Granaten werfen kann. Der Beagle ist stolz darauf, das zu wissen, wie man Granaten wirft. Das ist ein anderes Thema. Ah, was ist da für mich? Küchenmesser. Ach so, okay. Ach, Leon ist einfach voll die Powergranate. Da kann man gar nicht durch. So, jetzt möchte ich mal nach da oben. Kann ich hier irgendwas machen? Stolen Munition. Hier was Feines sonst so für mich? Nö, irgendwie nicht. Oh! Schrotmoon, die hat man mir nicht ohne Grund gegeben. Schall daheben! Sehr gut, sehr gut. Was ist denn eigentlich hier? Gar nichts. Na gut. Was? Er klettert zwar Leitern hoch, aber was hat er denn damit zu tun, Leitern runter zu klettern? Okay. Warte mal, was? Hab ich jetzt auch alles oder? Nee. Wegschreien. Der mir nichts bringt, weil ja. Alles ist bunt bei mir.
Ich werde ein bisschen mit Loot zugespammt, oder bilde ich mir das ein? Ah, das bilde ich mir ein, da bin ich mir sicher. Achso, halten. Die arme Kuh. Ach, da muss ich lang? Ne, dann will ich da noch nicht lang. Moment. Nein. Ich will mich erstmal hier umgucken. Ich meine, hier könnte wichtiger Loot liegen, Leute. Warum klingt der die ganze Zeit so außer Atem? Ich verstehe das einfach nicht. Und Geld ist auch übrigens wichtiger Loot. Ja. Welcher ist denn jetzt mein Hauptweg? Okay. I see. Ich find's ja süß, das ist eine Waffe. Die ganze Zeit gezückt hält. Oh, was? Was? Was für Schweine! Okay. Ah, okay. Noch wer? Oh, er ist sich immer noch um keinen Spruch verlegen. Aber von da oben, wie komme ich denn jetzt nach da oben? Aua! Aber es bringt mir ja nichts. Ich komme da ja nicht hoch. Und jetzt? Bin ich in die falsche Richtung ausgewichen? Spiel ist beendet für den Beagle. Ich kann ja da nur hier lang, Leute. Very irritating. Wo muss ich denn hin? Da hinten. Ja, gut, ne? Schon ein bisschen doof gelaufen. Ach nee, hier bin ich ja wieder zurück. Leon rennt schon sehr langsam. Hier muss es doch einen Weg für mich geben. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas vielleicht falsch gemacht habe. Ich weiß aber auch nicht. Ich habe definitiv nicht ausweichen gedrückt. Das ist das Problem an der Sache. Ha. Na gut. Ich meine, irgendwie muss ich ja auch nach da oben kommen, oder? Nee, irgendwie Leon hat damit nichts zu tun. Ich bin verwirrt. Ach so, es geht ein Weg dran. Ja. Ist ja gut. Was? Mal, wisst ihr, was mich voll nervt? Entschuldigt, wenn ich euch jetzt hier so raushole, aber Steuerung. Oh Gott. Leute, das hat mich regelrecht genervt, dass ich da die ganze Zeit... Ich wollte die noch ausgestellt haben und habe sie aber nicht bemerkt, bis ich es jetzt gerade gemerkt habe.
Und mir war zwischendurch aufgefallen und dachte mir so, warum, der zählt immer genau dahin, wo ich nicht hinzählen möchte. Leon, Licht? Eventuell? Leon hat mit Licht nichts am Hut. Rat. Ihr Flattermöpse, lasst mich. Wie er. Oh nein, 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 nein. Wenn ich das irgendwie dann mal. Nein! Sag mal. Eigentlich müsste es das gebracht haben, Leute. Ach, Scheiße. Nein, 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 nein. Noch mehr. Was wollt ihr hier eigentlich alle? Nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Ist okay. Uff. Genug. Ja, ich auch. Die haben geblubscht. Ich dachte gerade. Da ist immer noch eine Olle. Gut, ja. Ist okay. Sich richtig umgucken ist gar nicht so einfach. Ich höre das Piepen. Und ich höre die Olle. Oh, Leute, das mit den. Was macht die? Man weiß es nicht so genau, was die macht. Ich glaube, die hängt irgendwo fest. Ich glaube, die hängt indeed irgendwo fest. Lebst du noch? Oder tust du nur so? No one knows, no one knows. Geh mal da rein. Okay. Hier geht's nirgendwo hin. Es waren aber viele Gegner, muss ich sagen. Da sind noch nicht. Ha! Hey Leon, der Profi. Ich sehe schon, das wird mein Running Gag, ja? Meiner. Ich meine, ich habe allein diese Folge schon 5 Bärenfallen mitgenommen.
wie ich gerade auch schon wieder heftig überziehe, ne? Ja, tue ich. Aber ich würde gerne einen Speicherpunkt haben. Gorbadano! Oh nein, 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 nein. Ist das ein See? Kann man das per Definition als See betrachten? Ich glaube ja. Na gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier schon fertig bin. Oh, ich bin so neugierig, weil ich Angst habe, irgendwas zu verpassen, Leute. Das Einzige, was ich definitiv unwiderruflich niemals verpassen werde, sind die Bärenfallen. Ist so. Hab ich nicht. Na gut. Okay. Jetzt gehe ich mal hier oben gucken. Da ist ja, glaube ich, die Olle gewesen. Die sich nicht ganz sicher war, was sie jetzt mit mir machen sollte. Ah. Schießpulver. Wer stellt denn überhaupt so viele Bärenfallen auf? Mal ohne Scheiß. Ich höre das Piepen. Ich sehe das Piepen aber nicht. Bin ich denn hier gelandet? Soll das Cornflakes sein? Hier in der Ödnis? Okay. Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich da rein wollen würde, aber... In den Popo. Der gute Popo-Treffer war es, Leute. Der gute Popo-Treffer. So, wie viel? Jetzt habt ihr von mir ungewollt schon eine 40 Minuten vollkommen. Jetzt möchte ich aber wissen, was da unten ist. Da muss ich hin. Tür mit Insignie, verschlossene Schublade. Das ist doch scheiße. Oh. Okay. Und was sich in diesem Sack befindet, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Das waren ja zwei erste spektakuläre Resident Evil 4 Folgen. Wie wird es jetzt weitergehen? Wochenende kommt natürlich jetzt. Da kommt es, wie gesagt, nicht morgens um 6. Aber dann ab Montag, immer um 6, von Montag bis Freitag, a 20 Minuten Parts. Dass ihr jetzt solche heftigen Überlänge Parts gekriegt habt, das war von mir gar nicht so sehr geplant, aber ist so.
Ist so. Was sagen denn die Herausforderungen? Agenten Basics. Führen Sie ein Stealth-Skill aus. Okay. Okay. Also, habt ein wunderschönes Wochenende und haut rein, ihr Lieben.